Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mal wieder von Angezockt. Und zwar von einem ganz anderen Spiel, als was ihr so bisher von meinem Kanal so kennt. Und zwar War for the Overworld. War for the Overworld ist ein inoffizieller Nachfolger von der Dungeon Keeper-Reihe. Dungeon Keeper war damals sensationell und dementsprechend habe ich vor, mich ein bisschen War for the Overworld anzuschauen und mache das direkt mit euch. Wir klicken hier auf die Kampagne und ich habe noch gar nichts gespielt davon. Ich glaube, es geht auch mit einem. Genau, also es wird wohl mit einem Tutorial losgehen. Das finde ich natürlich sehr angenehm. Deswegen starten wir dieses auch. Now go! Welcome back, Underlord. I must say, I wasn't expecting you quite so soon. The transference may have left you feeling a bit foggy in the head. Focus now. I'll try to ease you back into it. Fortunately, this does seem to get easier each time. This is your home realm, the source of your power, and the anchor that binds you to reality. Many years ago, it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Fortunately, you've returned from your exile to once again challenge those who would stand between us and the mortal realm of Kairos. Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire. Now led by the newly crowned Emperor Lucius. But he is least and final of our worries. It's his generals and the protection of their goddess Kira that will truly test our mettle. Ready yourself, Underlord. Let's begin our war for the Overworld. Ja, da kann man mal wieder sagen, was man will, aber englische Stimmen sind einfach gigantisch gut. Für die Lautstärke, seht es mir bitte nach, also eigentlich war sie runtergedreht, aber dass sie jetzt da so uns entgegenschallt. Beziehungsweise die Ingame-Lautstärke ist schon wieder. Welcome back, Underlord. Werde ich gleich noch runterdrehen. It's been a long time since you were banished to the ether. You've returned as a husk of your former self. But I've taught far denser underlords than you. Let's start with the basics. This is your dungeon. So, bevor der hier weiter labert, wie gesagt, eigentlich, ihr seht es hier, aber ich drehe mal alles so ein bisschen runter. Hoffen wir mal, dass es jetzt angenehm ist. Core. The tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs, but their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. Das wird also jetzt sozusagen unser Ausbau des Dungeons. Look to the east of your dungeon core. This is a gateway. One of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Order your workers to dig a path to it now. As ihr seht, Englisch schadet hier definitiv nicht. Now that you have a gateway, minions can enter into your service. But first, you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barrack.
Baracken brauchen wir also. This will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tiles. Most rooms must be built at least 3x3 in order to function properly. Though the lair and vault are effective at any size. Na, ja, machen wir 3x3, wie er gesagt hat. Ah, 3x3 ist 9. Entschuldigung mit meiner Mathematik. Has entered your dungeon. Attracted by the barracks, these green-skinned scrappers aren't quite right in the head. And they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, Gnarlings will train themselves within your barracks. Das ist doch schön, wenn sie sich selber trainieren. Pick them up with a click if you find them slouching off, then deposit them anywhere within your dungeon with a right click. For further entertainment, you can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. Now that you have some minions, you will need to cater for their basic needs. First, build a lair. Schön. So the pitiful little meat sacks can get some rest. So, da bauen wir auch mal wieder hier uns aus. Also wie gesagt, es ist ein Dungeon-Spiel und wir spielen den Underlord, um nochmal ein bisschen hier auf das Spiel einzugehen. Und der Underlord, wir machen hier unser kleines Reich und ja, sind ein bisschen der Ursprung des Bösen. Ich mach's mal noch ein bisschen leiser. Es ist immer ein bisschen schwierig, so das so einzustellen, dass es für alle Seiten passt. Ich hoffe, am Ende des Ganzen ist es dann vernünftig. Aber ich denke, jetzt ist es angenehm und stimmig. Weil natürlich sollte das Spiel im Mittelpunkt stehen. Well done. But see how your gold reserves have been depleted. Stimmt. Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging the gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Bin ich jetzt gespannt, ob was die da machen? Your nee, core scheinbar. Could store up to 16,000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Es geht aber ganz schön leicht, so Gold abzubauen. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pen. Oh. This room produces scores of micro piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. Müssen ja auch was essen, die Guten, gell? Also es ist wie, als Fanprojekt auch entstanden, das Spiel. Oh. Cast Rally upon these specters and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. Was soll ich machen? Your minions are in combat. Ja, die machen das schon. Ja, auf die da eindringen. Ist ja lustig, was die da vorne gerade machen. Eigentlich gar nicht befohlen. Auf jeden Fall sind mal die Einbrecher. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Ich weiß nicht mal, wo ich die erste Rally Flag. Ach, warte mal. Da! Muss nur gucken, wo es blinkt, gell? Schaut es aus der Sicht von denen aus? Your Gnarlings made short work of those specters.
Naja. See how they still circle the flag. You can dismiss rally flags by slapping them with a right click. This should allow your genau. Minions to return einfach to mal jobs. Slappen hier die Intent Flagge. Their needs in a timely fashion. You can cast recall upon a minion to immediately return them to your dungeon. Though if they are attacked as it channels, then the spell will fizzle into nothing. So ist cool. Zack, einfach mal zurück und schon you're on a roll, Underlord. Spawnen sie auch schon I've been wieder. Waiting far too long to begin my war for the overworld. Let us enter the realm of Kairos and continue your retraining against a more fitting enemy. Na, ah, das ist ja auch ein bisschen unanspruchsvoll gewesen. Deswegen ziehen wir doch gleich weiter. I see it all coming back quite quickly. I expected nothing less. Lass mal, tun wir dem hier mal, lass mal den mal labern. Gehen hier einfach mal weiter. Now's the time for a bigger challenge. Na also, bigger challenge, die will ich doch. Nur so wird's doch spannend und interessant. We've punctured the veil of this world through a schism, a point of weakness in the bonds between realms. Unfortunately for us, the Empire has crafted defenses to keep us from the heart of their kingdom. These inhibitors prevent underlords from trespass, but whether it's bone or stone, it can be broken. Die Stimme ist einfach klasse. I suspect that this Empire force has yet to taste true battle. But before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Unfortunately for me, your time in the Aether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, you will need to access the veins of evil. Open them now and use a sin to unlock the archive. Archive unlocked. Ah, this room ist doch schon wieder so laut, das ist unglaublich. Seht sie mir wie gesagt bitte echt nach, aber ihr seht's mehr als hier. Ah, okay, jetzt ist wieder zu leise. Also ihr seht schon, das Spiel ist zwar schon final. Aber es muss noch ein bisschen was gemacht werden. Das ist halt einfach so bei einer kleineren Spielschmiede. Oh, jetzt ist er zu leise. Das ist ja doof. So. Na also. Build one now to begin researching additional sins. Was soll ich bauen? Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt bauen wir erstmal hier das gleiche wie schon bekannt. Drei auf drei, drei auf drei. Ich baue jetzt einfach mal irgendwas. Das wird schon irgendwie weitergehen. Build an archive, Underlord. Your forgotten powers are far more impressive than those you currently wield. Ah, ja. A cultist has entered your dungeon. A cultist has found its way into your dungeon. Attracted by the magical tomes within your archive, these minions will spend most of their time researching sins for you. Though they are weak combatants, they have the power to curse your foes, making them weak to your other minions' blows. Also wir kriegen sozusagen unsere Krieger dadurch rein. Ah ja, ja, baue ich doch schon alles. A hungry minion can always find work elsewhere. Build a slaughter pen before your minions starve. Hunger haben sie auch. Das haben wir noch nicht. Barack.
Was war das? Lair, Slaughter, Archive. Barracks haben wir noch nicht. Oh, da ist viel Gold. Das ist doch alles schön. Meine Minions sind ja auch klar, aber schön am Arbeiten. Schon. Wohin baut sich er durch? Wird doch gar nicht aufgegeben. Naja. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Habe ich doch eigentlich alles. Baracken. Slaughter. Leer. Your cultists have worked hard to earn a new sin. Use it within the veins of evil. To unlock the tavern. Ah, Taverne. Provide your minions with succulent cooked pig flesh and stout ales. After eating a meal within its hearthed halls, their spirits will be raised, increasing their productivity for a short time. This room provides your minions with succulent cooked pig flesh and stout ales. After eating a meal within its hearthed halls, their spirits will be raised, increasing their productivity for a short time. Build one now. Ich baue doch schon. The tavern is unique and must be built at least 3x5 in order to be effective. Oh, 3x5, das ist natürlich dann ein größerer Raum. Scheinbar ist hier dann die Grenze, die Grundstücksgrenze. Still need a slaughter pen in order to keep your tavern stocked. Hab ich doch. But in a pinch, dachte ich, always drop some alternative meat into the grinder. So, wie breche ich das ab, wenn ich's nicht bauen will? A certain number of minions before becoming full. In order to attract more, you will need to expand them. It's payday. Oh, Zahltag. Nothing in this life is free, Underlord. And you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Die muss auch noch zahlen? Be sure to keep an eye on your reserves. For if you've not enough gold for their wages, they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Wie dreist, dass die auch noch was haben wollen für ihre Arbeit. Your minions will return some of their earnings by buying meals within your own tavern. What a delicious arrangement. So, da oben gibt's wieder was. Ist die Frage, ob ich das machen soll oder nicht, aber. Prophecy unlocked. Scouts, go find what the hell's making all that racket. Rally your minions to defeat these scouts once they breach your dungeon. Let's keep Sarusimov in the dark a little while longer. You should try using the lightning and heal spell. To assist your minions in combat. Ja, das mache ich jetzt gleich mal. Kommen die erstmal die Gegner? The health of minions is represented by pets. Heilen kann man die also auch. Your minions are fighting the enemy. Aber hier, zack, um mein Mana. A creature will fall unconscious and soon die, unless returned to its lair to recover. Ich will es mal weiterziehen.
die Stufe 2, die sind jetzt noch nicht so wild. Look how easily your minions cut down these sappers. If I didn't know better, I'd say the Empire is woefully unprepared. Wir ziehen jetzt einfach mal hier weiter in den Krieg. Hier schaut ja noch alles ganz, ganz frisch aus. Dismiss your rally flag to let your minions mend their wounds and return to work. Slap the rally flag to dismiss it. So. Allow your minions to tend their needs. Once minions are rested, you can leave them to their work or force them to train by dropping them in a barracks. Die bauen sich hier weiter. Reach the damn walls. Steal yourselves, lads. Ich sehe schon, das läuft. Die Frage, ob, wenn man jetzt einmal schon Baracken hat, ob das dann was bringt, wenn man nochmal welche baut, oder ob das dann... Ich probier's einfach mal. Dann noch mehr dann kommen davon. Aber ich muss hier den Gegner noch zerstören und das habe ich jetzt langsam mal vor. If you don't want to do something, you could at least vocalize it, Underlord. Kommt schon, wo sind hier meine Leute? Genau. Lauter Gold, es wird gleich alles meins sein. Mein Gold! Da sehe ich schon, der ist da ein bisschen stärker hier gleich, der Hansi. Stufe 4. Aber auf den kann ich irgendwie meinen Spell nicht ansetzen. Ich kann die alle mich hier jetzt gerade leider mit meinem Lightning wegmachen. Vielleicht geht das nur auf meinem eigenen Territorium. Wäre natürlich möglich. Oh, da drüben ist schon der Oberfuzzi. Und jetzt schicken wir sie mal einfach hier rein ins Getümmel. Vielleicht kann ich sie wenigstens heilen. Ja, heilen geht. Your minions are in combat. Hier ist natürlich der harte Kampf gegen die. Aber doch mein Heilen kann ich so dementsprechend gut unterstützen. Das ist schon mal ganz cool. Und hier der andere verliert langsam auch seine Life Points. So, jetzt ist der Typ tot. Jetzt muss noch der Inhibitor hier zerstört werden und dann. It seems almost charitable to put him out of his misery. Well done, Underlord. You're learning much faster this time. Ja. We've barely even started. Lief doch gut. You already have a notch on your belt. Well done, Underlord. But there's no rest for the wicked. Two inhibitors still stand between us and the mainland.
But after your butchery of poor Lord Rusimov, I doubt they'll be as weakly defended. Also seht mir nach, dass ich in dieser Folge nicht so viel gesprochen habe, wie ihr es vielleicht sonst aus dem Let's Play kennt. Aber natürlich ist mir auch wichtig, bei so einem angezockten Spiel auch wirklich mal für sich stehen zu lassen und dass ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt. Und ich denke, das hat man jetzt ganz gut in den ersten zwei Tutorial-Szenarien gesehen. Und dementsprechend sagt mir nochmal, was ihr von dem Spiel haltet. Ich persönlich mag so eine Spielart. Bin auch sehr gespannt schon auf Dungeons 2. Das wird auch so in die Richtung gehen. Und wenn das gut bei euch ankommt, werde ich bestimmt noch mehr zeigen. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Alcaraz.